Nach der Talentshow machen wir eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit und die Zukunft unserer Schule. Unsere ADO. Die Schule wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut und ist seit dieser Zeit ständigen Veränderungen unterworfen. Okay, also erstmal wurde die Schule gegründet als sogenannte Oberrealschule. Das heißt, Kaiser Wilhelm hat die Idee gehabt, dass man jetzt nicht nur altsprachliche Gymnasien baut und einrichtet, bei denen man Abitur machen kann, sondern auch sogenannte Oberrealschulen. Kaiser Wilhelm, das ist ja wirklich verdammt lange her. In unserer Reportage beschäftigen wir uns eher mit den neueren Veränderungen. Da gibt es zum Beispiel das Schulmaskottchen. Also wir befinden uns hier vor dem Sekretariat der ADO, vor dem neuen Schulmaskottchen, das erst neulich eingeweiht wurde. Es wurde von Frau Krehl und einigen Zwölftklässlern entworfen. Aber warum ausgerechnet das Nashorn? Einfach das Nashorn repräsentiert Stärke, Kraft, aber auch Ruhe und Fürsorge für seine Jungen. Das passt eben zu Dürer, hat dazu geführt, dass die große Mehrheit der Schüler bei der Abstimmung sich für das Nashorn entschieden hat. Das war also die Sache mit dem Nashorn. Aber was gibt es noch Neues? Ja, hallo, wir befinden uns hier im Loch in der Baustelle der Cafeteria. Es ist hier klitzeklein und wir wissen nicht, wofür dieses Loch bestimmt ist. Man kann hier kaum stehen, also es soll kein Raum sein. Oh. Jetzt gehen wir mal klären, wofür dieses Loch bestimmt ist. Wir haben gerade von einem Bauarbeiter erfahren, dass dieser Ofen für das berühmt-berüchtigte Loch zuständig ist und da reinkommt. Also ein Brennofen für die Kupferwerkstatt. Da ist unsere Schule und da kommt auch schon unsere S-Bahn. Was hat das alles miteinander zu tun? Bei einem Projekt, das ist eine AG an dieser Schule, die nennt sich Pimp Our School und ist ins Leben gerufen worden, weil die Schule gestalterisch nicht so schön ist und ein paar Defizite hat und nun wollen wir das verändern. Und wir haben ja auf der Seite, auf der wir auch jetzt diese Farbgebung sehen, haben wir den S-Bahn-Ring, also das Verkehrsnetz Berlins vor der Tür. Das heißt also, alle 5 Minuten kommt die S-Bahn und das war eigentlich nur eine Hommage an die S-Bahn. Kennst du das Projekt 5 Hour School? Ja, das kenne ich. Wie findest du das? Naja, ich finde es schön, dass sie die Schule versuchen, besser zu machen. Hast du auch noch Ideen, die du denen sagen würden? Wolltest. Also, dass sie vielleicht irgendwas gegen die dreckigen Klos machen können. Vielleicht die Kabinen verschönern oder irgendwie sowas. Nein! Zwar sind wir eine Medienklasse, die 7b, und wir bräuchten ein Interview mit jemandem. Hätte jemand Lust? Ja. Was ist denn jetzt, was noch nicht gemacht wurde? Also diese Graffiti-Teile. Willst du wegmachen, ja? Ja. Stören die dich? Nein, aber die sehen hässlich aus. Ach so. Ist ja klar, dass nicht alles sofort fertig ist. Aber es ist schon viel passiert. Zum Beispiel hier. Hey Leute, das hier ist die renovierte Turnhalle. Wie man sieht, sieht das hier alles sehr neu aus und alles wurde komplett neu gemacht. Die Wände, auch die Decke und selbst der Boden ist alles neu. Weil ich denke, Unterricht und Zusammenleben in einem Raum, man fühlt sich einfach wohler, wenn der schön gestaltet ist und eine freundliche Farbe hat. Und wir haben ja jetzt auch unten im Verwaltungsbereich, haben wir jetzt die Flure mit Eigenmitteln renoviert in Absprache mit dem Denkmalschutz. Und man sieht ja gleich, dass es sehr viel freundlicher und sehr viel einladender ist. Und ich denke, für eine Schule ist es wichtig, dass sie auch freundlich aussieht. Ja, ich finde das sehr gelungene Veränderungen, vor allem weil unsere Schule schöner wird und dadurch auch auch mehr Interessenten an unserer Schule gibt. Es macht jedenfalls sehr viel Spaß bei uns und die Projekte sind super und besonders mit den Videoleuten Martin, Marsch und Eike.